Ja, lieber Armin, wir haben dich heute hier mal zu uns eingeladen. Armin Croissant ist heute hier bei uns Hallo. Zu Gast. Und ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um auch mal zu uns zu kommen. Wir kennen uns ja nun schon etwas länger. Und ich weiß, dass du in deinem Leben schon sehr schöne, intensive Arbeiten geleistet hast. Jetzt möchte ich doch einfach mal dich fragen, wer ist denn Armin Croissant? Vielleicht für all die Leute, die dich noch nicht so kennen wie ich. Ja, okay, also ich bin Armin Croissant, ich bin 76 Jahre. In meinem Berufsleben war ich Marktmanager, Marketingleiter von großen Druckereien und hatte dann aber nach vielen Jahren Berufstätigkeit, wie sagt man so schön, Manager-Burnout. Ja. Und da habe ich mich natürlich gefragt, war es das schon? Mhm. Ich war erst 57 zu der Zeit und hatte in mir wirklich das Gefühl, ich habe noch den Menschen was zu geben. Ich habe im Laufe meiner Berufszeit hatte ich ganz, ganz tolle Ausbildungen genossen, teilweise sogar von den Firmen bezahlt. Teilweise haben die großen Firmen, bei denen ich war, diese Ausbildung selbst gemacht. Es war ein internationaler Konzern, wo ich ganz viel über Menschenführung und über Menschenkenntnis lernen durfte. Und in dieser Notsituation wurde ich dann auch noch zu einem Suchenden. Ich habe also in einer Unmenge von Glücksmethoden gesucht und habe auch ganz viele spirituelle Lehrer kennenlernen dürfen, teilweise persönlich auch. Und habe gelesen, unter anderem auch die Bibel. Und dann habe ich festgestellt, in der Bibel steht also sehr, sehr vieles, was man auch später verwenden kann. Ja, stimmt. Denn die Bibel hat recht in vielen Dingen. Ja. Naja, also diese Suche inspirierte mich dann zum Schreiben eines Büchleins. Und dieses Büchlein heißt Lebensenergie. Und von diesem Büchlein habe ich dann ab 2005 einigen tausend Menschen erzählen dürfen. Ich weiß, Armin, wir haben uns damals kennengelernt. Ja, da war noch gar nicht diese Intention mit der Lebensenergie bei dir gewachsen. Da warst du noch Suchender. Ja, genau. Und ich weiß noch, wie wir an dem großen Tisch saßen. Und du schon immer sagtest, ich weiß, ich muss das machen, nur ich weiß noch nicht was. Ganz genau. Ja. Ganz genau, ja. Und das war also auch für mich später der Hinweis, Menschen zu helfen, die genau in der gleichen Situation waren wie ich. Ah ja, nämlich, ich habe das Gefühl, ich muss etwas anderen Menschen geben. Ich kann das auch, ich habe vielleicht das Talent dafür, ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Mhm. Und daraufhin habe ich etwas entwickelt, das ich sogar noch dann habe später, das war 2008, 2009, habe ich sogar patentrechtlich schützen lassen. Ja. Als Unterrichts- und Lehrmaterial. Ja. Und das Ganze nennt sich Dienende Vision. Mhm. Das heißt also, das Büchlein Lebensenergie hilft den Menschen, ihre schädigenden Glaubenssätze abzubauen. Ja. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt dann ihre Verletzungen, die sie oft seit Kindheit mit sich herumtragen. Das stimmt, wirklich. Ja. Und in der dritten Stufe dann auch ihre Berufung zu finden. Mhm. Ja. Und da durfte ich insgesamt, ich habe mal nachgerechnet, über 5000 Frauen helfen. Wunderbar. 5000. Ja, Armin, da sieht man mal, wie groß der Bedarf bei den Menschen ist. Du sprichst jetzt von 5000 Frauen. Ich denke auch, dass mit Sicherheit auch mal Männer darunter waren, oder? Wenn ich hochrechne, waren es vielleicht noch mal 1500 Männer. Ja, schau mal. Ja. Na, ja. Die Männer sind aber im Kommen, muss man ja sagen. Richtig, stimmt, aber nach wie vor fühle ich, dass ich also als älterer Herr, sage ich mal so einfach, gestandenen Frauen helfen kann, ihren Weg zu finden. Das kannst du mit Sicherheit, also das kann ich auch von meiner Warte her sagen. Ich habe dich ja schon erlebt. Ich kenne auch dieses Büchlein hier, die Lebensenergie. Ich habe es hier mal in Händen. Ein fantastisches Buch, wirklich. Danke. Absolut. Danke. Und ebenfalls auch die CD dazu. Also das ist schon... Die von euch gemacht worden ist. Ja, genau. Die haben wir damals mit einer wunderschönen Musik. Genau. Ja. Also ich höre sie
immer lieben, lieben gern. Mhm. Und wir senden sie sogar auch in unserem Radio. Ja, schön, prima. Ja. Weil ich finde, das ist etwas sehr Dienendes, sehr Hilfreiches. Ja. Ja. Da kann sich jeder für sich das rausnehmen, was er braucht. Und ich habe für mich festgestellt, jedes Mal beim Hören höre ich was anderes. Ja. Immer wieder. Ja, immer wieder, ja, das ist wahr. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Wirklich. Also das war jetzt meine Vergangenheit, ne? Ja. Was ich in Zukunft da machen möchte. Da bin ich jetzt möchte. Drauf. Ich denke, da bin ich drauf hinaus. Ja. Ich denke, du bist ja hier, du hast ja wieder neue Intentionen, neue Ideen, Visionen. Ja, habe ich. Und die wollen jetzt sich auch verwirklichen. Ja. Ich möchte also gestandenen Frauen, die eine gewisse Empathie für Menschen haben, die gerne Menschen helfen, die gerne Menschen coachen und beraten möchten. Ja, denen möchte ich mit meiner Sinn des Lebens Mentorenschulung einen Schritt weiter zu ihrer Aufgabe bringen. Das zu ihrer Aufgabe. Gut. Einmal die Schulung mitzumachen, um anderen Frauen zu helfen. Ja. Dann aber auch zu sehen, oh, ich kann auch Verletzungen von anderen Menschen abbauen. Mhm. Und da werde ich in Zukunft ein Videosystem entwickeln von 6 Videos, wo das trainiert wird. Wunderbar. Wo das gemacht werden kann. Ist das aufgebaut auf Grundlage der Lebensenergie oder gibt es was Neues? Echt? Nein. Also, es gibt herrlich. Doch, insofern, nee, auch Neues gibt es nicht, denn es hat damals schon die Wahl gegeben, also das Abbauen von Verletzungen durch die Fragen. Und es hat die dienende Vision damals auch schon gegeben. Ja. Mhm. Aber die Kombination, wie sie jetzt gemacht wird, für die Mentorinnen-Schulung, das ist eine neue Zusammenstellung. Aber die Inhalte sind absolut geblieben. Das finde ich ja genial, also wirklich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das sehr viel Anspruch, also Zuspruch finden wird. Das würde mich natürlich freuen. Doch, das könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist ja das, was wir jetzt, das wird ja gesucht. Da muss man also dieses greifen können. Ich habe es in mir, ich möchte coachen, ich möchte helfen. Richtig. Nur wie mache ich das? Wie mache ich das, genau. Und es gibt also ein ganz berühmtes Beispiel. Der größte Schlagersänger der Welt hat mal gesagt, man spürte förmlich seinen Aufschrei, ich will Gott dienen, ich will den Menschen dienen, ich will den Menschen helfen. Ich spüre, ich habe eine Aufgabe, aber sie ist mir noch nicht begegnet. Ah. Und Menschen werden darüber krank. Ja. Ich bin darüber krank geworden. Das glaube ich dir. Ja, bis ich meine Aufgabe gefunden hatte. Das glaube ich dir. Und dieser berühmte Mensch hat nicht erkannt, dass er mit seinem Singen schon diese Aufgabe machte. Ja. Und dieser berühmte Mensch war Elvis Presley. Ja, ich weiß, ich habe es damals gelesen. Er ist mit 48. Ich weiß. Hat Gott gesagt, komm, komm zu mir. Ich hab's du hast deine Aufgabe eine schon. Eine göttliche Stimme, ein wunderbares und war, Charisma. Und, und er war auch ein sehr gläubiger Mensch. Ja, ich weiß. Ja, ja das ist also etwas, wo man sagt, die Menschen suchen, haben auch etwas in sich, wissen aber gar nicht, es umzusetzen. Richtig. Oder richtig. Sich dahin zu schauen. Richtig. Und ich habe in meinem Berufsleben nichts anderes getan. Ja. Über fast 30 Jahre habe ich nichts anderes gemacht, als für Unternehmen, in dem Falle größere und kleinere Unternehmen, Märkte aufgebaut, Zielgruppenstrategien aufgestellt. Ja. Und deshalb... Was ist das, was Ähnliches, nur auf anderen Ebenen? Geschäftlich. Ja, geschäftlich. Das heißt, ich habe das profihaft gemacht. Ja, ist alles heute Business. Heute mache ich es für... Frauen, die ihre Aufgabe noch suchen und noch nicht gefunden haben, aber wie gesagt, ahnen, da ist etwas, Na, aber ich weiß nicht genau was. Vor allen Dingen, was oft passiert ist, dann sitzen die, mache ich die Beratung bei den Probandinnen und dann kommen die Zweifel, kann ich das überhaupt? Und dann stelle ich jedes Mal fest, da sind Wissenshintergründe, die sind teilweise einmalig. Sag ich, du weißt mehr als jeder Psychologe über diese und jene Problematik. Ja, also du kannst Menschen die trauen helfen. Sich nicht. Ja, das ist das. Genau. Sie trauen es sich nicht zu. Ja. Und da helfe ich also und wirklich Schritt für Schritt. Also Bis zur Werbeaussage, die sie am Telefon machen sollen und bis zum Flyer, wie der gestaltet werden also soll. Nur genial, muss ich echt sagen. Also das ist eine sehr schöne Aufgabe ich und ich weiß genau, Armin, das liegt dir. Und das kannst du. Und ich mache es auch sehr gerne. Ja, das weiß ich. Das kommt ja aus deinem Herzen. Ja. Ja. Das ist so. Also ich finde es toll und ich zeige nochmal hier dieses ganz wunderbare Buch mit CD, Lebensenergie. Und wir freuen uns auf deine neue Tätigkeit, auf das, danke. Was du der Menschheit wieder bietest. Und
Ja, ich kann einfach nur euch empfehlen, schaut immer bei Armin Croissant rein und er bietet wirklich eine ganz tolle, hervorragende Arbeit. Ja, Armin, ich sag einfach Dankeschön. Ja, ich danke auch für das Interview. Ja, dass wir einfach mal darüber plaudern konnten. Ja, schön. Und es ist schön auch, ich freue mich so richtig auf deine neue Arbeit. Danke, ja. Ich auch. Alles Liebe dir. Ja, danke. Tschüss.